Klaus Jacobs, Spross der gleichnamigen Kaffeedynastie, Multimillionär. Vor Jahren verkaufte er das Familienunternehmen, dann baute Jacobs eine der weltgrößten Zeitarbeitsfirmen auf. Zuletzt spendete er 200 Millionen Euro an eine Bremer Privatuniversität. Ein Individualist, der seine Träume lebt. Und was ist sein Favorite? Dies nicht. Dies ist sein Anwesen in England, nahe Oxford. Hier lebt Klaus Jacobs. Er liebt die Natur. Zur Ruhe setzen will sich der 70-Jährige aber nicht. Ein Mann mit Stehvermögen. My favorite working place ist dieser hier. Dies ist das Pult, an dem ich manche Rede geschrieben habe, manche vernünftige, auch unvernünftige Gedanken entwickelt habe. Man kann um dieses Pult auch mal herumlaufen, man kann aufstehen, man muss nicht sitzen an einem Platz. Man kann den Blick in verschiedene Richtungen wenden, ohne ständig dahin zu schauen. Das Pult signifiziert, dieses Stehpult signifiziert für mich meinen Lieblingsarbeitsplatz. Ich habe das in einem kleinen Antiquitätengeschäft in Zürich gekauft. Das heißt, meine Frau hat es entdeckt, nicht ich, sondern meine Frau hat es entdeckt. Und dann habe ich das in der Größe so schön und praktisch gefunden. Und siehe da, es hat die Größe nicht verändert und ich meine auch nicht. Und so passen wir beide gut zusammen, weiterhin. Das ist wahrscheinlich 150, 180 Jahre alt. Und es ist nichts irgendwie ganz Spektakuläres. Es ist einfach eine nette Größe. Es ist nicht ein zu wuchtiges Ding. Es passt auf meinen Körper. Ist ja auch wichtig. Das ist also nicht, dass ich dahinter verschwinde, sondern dass man da gut steht, dass man gut lesen kann. Ich brauche keine Brille zu nehmen. Und man kann auch diskutieren hier. Man kann da sich ein bisschen draufstützen. Ich bin Chairman bei Adecco. Das heißt auf Deutsch Stuhlmann. Das ist schon so ein schreckliches Wort. Und wahrscheinlich aus dieser Aversion heraus des Wortes Chairman gefällt mir dieser Arbeitsplatz ganz besonders gut. Ich hatte das Pult in Zürich im Museum, im Jakobsmuseum und habe es dann mit hierher genommen und habe also an diesem Pult wie viele Jahre gearbeitet? Wahrscheinlich also über 30 Jahre, 35 Jahre ist es schon sozusagen, hat es mich begleitet. Also das Pult wird sicherlich älter, als ich alt werde, weil erstens ist es schon älter und zweitens wird es sicherlich noch älter. Und wer immer sich dann hier wohlfühlen wird, der soll es ruhig nutzen und weiter Freude haben, es zu besitzen.